Erst vergangene Saison hat der TBS Pinneberg nach einer passenden Persönlichkeit für den Trainerposten gesucht. Und die haben sie auch mit Haris Tahirovic gefunden. Nach 9 Monaten Zusammenarbeit gehen sie jetzt aber wieder getrennte Wege. Haris, letzten Dienstag wurde eine Krisensitzung berufen. Anlass war die sportliche angespannte Leistung. Du hast deine Chance genutzt und da deinen Rücktritt verkündet. Welche Hintergründe gab es für diesen Grund? Es gab mehrere Gründe dafür, aber letztendlich war das das Ultimatum, vor das ich gestellt worden bin, das mich zu diesem Schritt dann bewegt hat. Es sind in der Winterpause 6 Spieler von uns gegangen und keine Neuverpflichtung getätigt. Das heißt, wir mussten auf die zweite Mannschaft zugreifen. Dabei hatten wir noch verletzte und krankheitsbedingte Ausfälle der Spieler. Und dadurch ist eine katastrophale Vorbereitung entstanden, mit einem Testspiel nur. Und mussten dann mit teilweise 5 bis 6 Spielern im Training trainieren. Maximum hatten wir dann 9 bis 10 Spieler. Und damit kannst du halt keinen Erfolg haben. Und letztendlich hat uns dann auch die Kondition in den Spielen gefehlt. Wir haben erst in der ersten Halbzeit meist immer gut gespielt und geführt und letztendlich dann in den letzten 30 Minuten dann die Tore kassiert, das uns dann ja, die Niederlage gebracht hat. Seit 6 Spieltagen habt ihr keinen Sieg mehr einfahren können. Du wurdest letztendlich dann vor dieses Ultimatum gestellt, was ein bisschen kurios ist. Vor 2 Wochen wollte man noch mit dir verlängern. Wie kam es dann dazu, dass man dich dann ausgerechnet vor ein Ultimatum stellt? Ja, das ist richtig. Man wollte noch vor 2 Wochen mit mir verlängern und ja, durch die angespannte Situation, man ist abstiegsbedroht und zu der Zeit waren es noch 8 Punkte. Aber durch den Spielermangel, den wir hatten, wie gesagt, es sind 6 Spieler gegangen und es ist kein neuer Spieler dazugekommen und es ist einfach dann schwierig, wenn du dann, wie gesagt, wenige Spieler im Training hast und da etwas dann noch zu reißen. Du warst bei Teutonia 05 das erste Mal als Trainer tätig, damals auch sehr erfolgreich. Ihr konntet den Abstieg noch verhindern. Du hast danach gleich deinen Trainerposten wieder abgegeben und bist dann zu Pinneberg gewechselt. Viele haben gesagt, einer der Trennungsgründe waren höhere Ambitionen. Hat dich das vielleicht auch jetzt gestockt? War es vielleicht doch zu schnell für dich? Nein, das war nicht zu schnell für mich. Es war einfach nur eine schwierige Situation in der Winterpause durch den Personalmangel, den man hat und durch diese katastrophale Vorbereitung. Das kann man gar keine Vorbereitung nennen. Also, wir haben ja eine durchwachsene Hinrunde gehabt. Was uns gefehlt hat, ist der Abschluss. Wir haben leider keinen Stürmer gehabt. Hinten haben wir wenige Tore kassiert und wir haben wirklich zahlreiche Chancen gehabt und 8 Unentschieden, die wir wirklich eigentlich deutlich hätten gewinnen können, die Spiele, und uns da auch die Punkte dann weggeblieben sind. Und letztendlich dann haben die Punkte dann gefehlt, um oben dran zu bleiben. Ja, bei so einer schlechten Voraussetzung kann man auch als Trainer nicht mehr viel bewirken. Jetzt sind sehr harte Worte gefallen, Ultimatum. Du hast auch selber gesagt, dass du so etwas noch nicht erlebt hast. Der Verein ist sehr schlecht organisiert. Dennoch ist ja seit 9 Monaten Zusammenarbeit auch viel Gutes entstanden. Welche Bilanz ziehst du dadurch? Die Vorbereitung war wirklich katastrophal und als Spieler und als Trainer bin ich ja noch nicht so lange tätig, erst recht nicht erlebt. Ich nehme trotzdem positive Bilanzen dadurch, habe auch sehr viel Erfahrung dadurch sammeln können. Die Spieler sind mir alle sehr ans Herz gewachsen und ich wünsche ihnen hiermit auch auf diesem Wege alles Gute. Und hoffentlich auch gewinnen sie das Spiel gegen Wedel, so damit sie auch den Klassenerhalt dann auch fast in trockenen Tüchern bringen können. Den ersten Spieltag ohne dich unter den Interimscoach Enrico Kieselbach haben sie bereits bestritten. 3 Punkte, die gefordert wurden, wurden auch eingefahren. Was meinst du, wie geht es jetzt weiter für den TBS Pinneberg? Das weiß ich nicht. Das interessiert mich auch in diesem Moment nicht. Mich interessieren einfach nur noch die Jungs,
dass sie die Saison auch vernünftig abschließen, und zu einigen halte ich auch noch Kontakt. Aber was jetzt oder wer Trainer wird oder was da bei TBS Pinneberg passiert, das, ja, das sind nicht mehr meine Sache. Du kümmerst dich dann lieber um deine eigene Zukunft. Wie geht's denn für dich weiter demnächst? Anfragen gab es, aber noch, es wurden noch keine konkreten Gespräche geführt. Ich werde erstmal jetzt Zeit mit meiner Familie verbringen und dann auch, dann, um die richtige Entscheidung zu treffen, auch mir das nochmal gründlich dann anhören und dann überlegen, was ich dann und wo ich dann wieder Trainer werde. Wir wünschen dir dabei viel Glück.